Bei diesem Trip übernachten wir im Santa Fe. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Hotelvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Bei diesem Trip übernachten wir im Santa Fe. Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Video hochgeladen, wo ich euch nur das Zimmer gezeigt habe. Ein komplettes Hotelvideo habe ich jetzt natürlich noch nicht gedreht. Das Santa Fe ist ja eines der fünf. Sind das fünf? Jetzt muss ich mal nachzählen. Schon, nee. Ja, ich glaube, es sind fünf Disney-Hotels. Es ist eins davon. Eins der günstigeren Kategorien. On-Property, also es gibt noch die David Crockett, aber tatsächlich hier in der Nähe vom Park ist es das günstigste Hotel. Und ja, Preis, was wir gerade bezahlt haben, kann man gar nicht vergleichen, denn wir sind ja hier zur Geburtstagswoche, wo das Disneyland Paris 30 wird. Und wir haben tatsächlich für zwei Nächte 750 Euro mit Jahreskartenrabatt gezahlt. Also bitte den Preis nicht als Referenz nehmen. Das war wirklich eine Ausnahme. Normalerweise zahlt man hier so 150 bis 250 Euro die Nacht. Ja, also es war schon relativ teuer hier zu übernachten, aber es war halt Geburtstagswoche. Ja, ich zeige euch jetzt in diesem Video unser Zimmer und was es hier noch so gibt, Gepäckabgabe, wie es drinnen aussieht im Hotel und ja, ich hoffe, ihr bekommt einen guten Einblick zum Hotel. Ja, der Flur ist jetzt hier nicht so schön anzusehen, aber der Teppich sieht in Ordnung aus. Also ich habe schon schlimmere Hotelteppiche gesehen. Und wir gehen uns jetzt einen Drink holen. A Drink. Und zwar gibt es da mit eurem Magic Pass 4 kostenlose Heißgetränke pro Tag. Und da holen wir uns jetzt mal welche. Ihr müsst einfach nur euren Magic Pass hier drauflegen. Dann seht ihr da einmal die 4. Ich hätte gerne meinen liebsten Pfefferminztee. Ja, und dann kriegt ihr den. Könnt ihr auch morgens Kaffee holen, Kakao. Ich liebe die Automaten. Ja, ich gebe euch jetzt mal eine Roomtour. Wenn man reinkommt, habt ihr hier die Garderobe mit einigen Bügeln. Hier oben ist ein Safe. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist das? Irgendeine Tasche. Naja, also hier sind schon mal unsere Taschen. Da stehen Nina und Brina am Eingang. Ja, das Bad. Hier gibt es Seife, einen Föhn, einen richtig großen, schön hellen Spiegel, muss ich sagen. Und ich, Waschbecken, Zahnbürsten, Becher, aber nur für zwei Personen. Auch thematisierte Taschentücher mit Cars drauf. Ja, Toilette. Auch das Duschgel und kleine Fläschchen gibt es auch. Shampoo und Conditioner. Und ja, der Duschvorhang ist nicht thematisiert, der ist einfach weiß. Ja, Badewanne. Kann man sich auch eine Runde baden. So, dann kommen wir hier. Jetzt auch noch einen kleinen Spiegel. Eine Steckdose. Kleiner Mülleimer. Zwei relativ große Doppelbetten. Auch natürlich im Cars-Thema. Mit der Bordüre oben. Ein Deckenventilator. Ja, ein Fernseher, der uns begrüßt. Cars-Lampe. Und hier ist noch ein kleiner Stuhl. Und wir haben sogar ein Doppelfenster. Mit einem Eckfenster. Fast mit Balkon. Aber die Heizung ist an, die müssen wir ausmachen. Und ja, das ist unsere Aussicht hier auf den Park. Ja, es muss schon ein sehr helles Zimmer durch dieses Eckfenster. Gefällt mir echt gut. Bisschen wenig Ablagefläche. Achso, was haben wir hier noch? Telefon, ne? Da ist noch eine Steckdose. Stauraum ist halt nicht so viel. Hier sind noch 3 Schubladen. Ja. Aber es geht. Für 3 Personen, wir werden es hier uns schon gut gehen lassen. Hier ist jetzt die Rezeption. Das sind auch Brina und Nina gerade, die warten. Gerade ist halt wenig los.
hier finden immer Meet and Greets statt mit Charakteren. Und tatsächlich seit kurzem haben die Charaktere auch extra Santa Fe Outfits. Also die Charaktere in deren Outfits können sie wirklich nur hier treffen. Wir fragen gleich mal nach den Zeiten. Und hier ist auch eine Information für generelle Fragen. Könnt ihr alles Mögliche stellen. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Werbung. Genau, also wir fragen gleich nach den Charakteren. Da vorne gegenüber ist noch die, da könnt ihr eure Gepäck abgeben. Also ist klein und fein. Wie gesagt, gerade nicht so viel los hier. Ja, hier seht ihr den World's Smallest Volcano. Hier im Santa Fe. Und ja, die Thematisierung ist wirklich schön. Ich muss gerade ein bisschen weiterlaufen, wenn es ein bisschen wackelt. Also es gibt verschiedene Häuser. Muss ich mal umgreifen. Also es gibt verschiedene Häuser. Die sind alle einzeln nummeriert und auch thematisiert. Wir sind ganz hinten im blauen Haus. Und vor den Häusern gibt es auch genügend Parkplätze. Also ja. Das ist gerade sehr angenehm ruhig hier. Wir gehen jetzt mal ein paar Charaktere treffen. Ja, hier zur Linken habt ihr das La Cantina. Das ist das eigene Buffet-Restaurant vom Santa Fe. Und kostet 24 Euro für Erwachsene und 22 Euro für Kinder. Es gibt auch Frühstück, kostet 21 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder. Und auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr den Shop. Ich glaube, da ist auch noch... Ah, ne, da ist die Bar, genau. Da habt ihr die Rio Grande Bar, da könnt ihr euch abends auch hinsetzen. Ich gehe mal gucken. Sieht echt schick aus, muss ich sagen, hier die Bar. Ja. Bonjour. Da habt ihr mal einen Einblick in die Karte. Gehen wir durch den Shop kurz. Und hier ist der Trading Post Shop. Ihr kriegt ja, ja alles Mögliche an Merchandise. Das, was immer gut läuft. Kein 30er Jahre Merchandise, einfach so hier amerikanische Merchandise gibt es da hinten. Ein paar Plüschfiguren, wenn ihr noch was Last Minute braucht, findet ihr das hier auf jeden Fall. Und ein bisschen, was war? Ein bisschen Cars Merch gibt es auch. Ja, ähnlich wie im Cheyenne gibt es hier einen eigenen Starbucks drin. Da könnt ihr euch morgens ab 7, glaube ich, oder sogar noch früher Kaffee holen und auch was zum Frühstücken. So, jetzt gucken wir, was hier los ist. Viel ist los. How are you today? I love your new color. It's amazing. Can you show us a little bit closer? What's on it? It's a blitz, like it's a lightning yeah. a blitz, in German. Lightning yes. Yeah. Racing Pluto. So cute. Als der Rezeption rauskommt, habt ihr einmal zur Linken den Parkplatz, wo ihr drauf fahrt, ganz am Anfang. Und wenn ihr auf die andere Seite rüber geht, findet ihr die Gepäckabgabe. Da könnt ihr euer Gepäck verstauen. Sagen wir mal, ihr habt kein Auto hier oder ich weiß es nicht. Also hier gibt es auf jeden Fall die Gepäckabgabe. Da könnt ihr alles kostenlos, wenn ihr Hotel seid, Gast seid, stehen lassen. Und ich zeige euch noch schnell, wo die Shuttles morgens abfahren. Und zwar hier. Also hier ist die Bushaltestelle für die Shuttles. Da fahren sie morgens ab 7 Uhr zum Park. Genau, und hier ist der Parkplatz. Und jetzt gehen wir wieder rüber zur Reception.
Ja, und das war mein Review zum Hotel Santa Fe. Ich finde, es ist ein solides Disney-Hotel. Natürlich für den Preis viel zu teuer, was es kostet, was man hier geboten bekommt. In Deutschland würde man für sowas wahrscheinlich 80 bis 100 Euro bezahlen oder 120, kommt natürlich auf die Stadt drauf an. Aber für das, was es hier gibt, ist es einfach zu teuer. Aber das ist bei jedem Disney-Hotel leider so. Ansonsten fand ich unser Zimmer wirklich in Ordnung. Also ich hatte schon schlimmere hier im on Disney Property. Der Fußweg tatsächlich vom hier, wenn man so in den Park laufen möchte, läuft man so circa 20 bis 25 Minuten durchs Disney Village. Was ich auch cool finde, ist, dass es einen eigenen Starbucks gibt. Und ich mag das Cars-Thema auch. Und für kleine Jungs, denke ich mal, ist das wirklich richtig cool. Ja, also wie gesagt, das ist eines der günstigen Hotels hier. Wenn ihr in eine Pauschale buchen wollt, dann bucht das Santa Fe. Das wird das günstigste sein, wenn ihr hier mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hierher kommt. Dann ist es wirklich eine gute preisliche Alternative. Ja, und das war mein Video zum Hotel Santa Fe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!